Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elex im Stream. Wir reden gerade mit dem Tempelmeister und er will uns mal ein bisschen über Mana aufklären. Mal schauen. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Also mit Maschinen umzugehen. Maschinen kann man wohl leichter verstehen als den Kram. Und sie machen einfach irgendwas. Es ist so, als ob du einen Schaufelbagger verwenden würdest oder einen Raketenwerfer, ohne zu wissen, was das Ding überhaupt soll. Also wie das Ding funktioniert. Aber Hauptsache, es macht Krach-Bumm. Ganz komisch, die Leute hier. Brötchen und Bier und ist müde. Das kann ich verstehen, Tore. Das klingt ja auch sehr komisch. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Von Kral haben wir doch schon was gehört. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Wo haben wir von ihm gehört? Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Wir haben das Tagebuch von ihm gesehen. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Ich habe das Tagebuch schon gefunden. Als der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Ja, habe ich doch schon. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Okay. Für mich sind das irgendwie alles Drogenjunkies. Die einen hauen sich Stims rein, die anderen ballern sich Elex zu,
die hier schnüffeln sich das Mana und die Kleriker hauen sich irgendwelche Energiezellen in den Kopf. Also, das sind alles Drogenjunkies. Das ist einfach ein Game voller Drogenjunkies. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Zeig mir deine Ware. Ich will kein Mana für Elex. Wir haben selber genug pures Mana. Wow, der hat aber eine ganze Menge pures Mana dabei. Amulett des Kämpfers. Ha. Huh. 5 Angriffsstärke, 5 Paradestärke. Nett. Amulett der Persönlichkeit. Für mehr Praktika und mehr Persönlichkeit. Okay. Anleitung für Ring der Verteidigung. Maximale Ausdauer und Paradestärke. Oh, die Ausdauer. Das wäre nice. Wie teuer ist das Ding? 90? Den nehme ich mal mit. Ich kann den vielleicht auch finden, aber ich will den schon haben. Kann ich hier noch was verkaufen, damit ich da zu 0 rauskomme? Oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ein Setzerbrot, aber das Setzerbrot kann ich verarbeiten, deswegen mache ich das nicht. Aber wir haben noch 200 Zigaretten, komm, das muss doch was geben hier. Guck mal, du bist auch zu so einem Zigarettenlord und dann sind wir alle glücklich, ne? Das können wir so machen. Kannst schon mal ein paar Magnesiumfackeln haben, die brauche ich glaube ich eh nicht. Die Verbandstaschen, die Öllampen, Besen, Becher, Krüge, eine Rohrzange. Ja, komm, kriegst eine Rohrzange, kriegst ein paar Hämmer. Ein Kelch, ja. Spielzeugauto behalte ich, ist cool. Die Geldbündel. Bei Sammlern sehr begehrt. Warten wir also noch. Hier, wie willst du... Ah, oh, du... Erstmal wirst du Zigarettenlord. Aber du wirst auch der Klopapierlord, habe ich gehört. Ja, jetzt hast du nicht nur das Mana, auf das alle so stehen. Jetzt hast du auch noch richtig geiles Klopapier, mein Freund. Die werden jetzt alle dir zu Füßen liegen, sage ich dir. So. Ich muss es probieren, Leute. Weniger schreiben, mehr essen und ausruhen. Sehr gut. Oh, shit. Mana brennt. Mana, aua. Ich stehe so ein bisschen in Flammen. Ist ja cool. Mächtiger Mana-Trank. Danke. Gucken, was es jetzt noch so gibt. Vierlagig. Ja, auf jeden Fall, Toro. Der ist jetzt der absolute King. Der hat den ganzen Scheiß. Das klingt auch irgendwie falsch in dem Zusammenhang, aber okay. Oh, nehmen wir noch einen goldenen Kelch mit. Nice. Oh, wie schön wir hier alles ausrauben können. Das ist voll toll. Bitches love the Klopapier. Ja. Ja, Toilet Paper for the win. Eine Anleitung. Keiner Mana-Trank, okay. Ja, wir rauben hier den ganzen Dings aus. Und finden dann den Räuber. Hust, hust. Das war alles Kral. Der war nochmal hier, Leute. Ich hab ihn gesehen. Hab ihn auch gesehen. Ich hab ihn ganz deutlich gesehen. Kral ist so ein Penner, ey. Der raubt hier alles aus, der Drecksack. So ein Schweinehund. Lasst ihn brennen. Wir werden ihn aufhängen, den Drecksack. La 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 la. Ich hab mal euer Mana gestohlen. Haha. Ha. Ich habe gesehen, wenn man Taschendiebstahl nimmt, kann man eh nur einen Gegenstand nehmen. Außer man hat noch einen zweiten, also noch einen Skill halt, der mehr Gegenstände erlaubt. Oder noch einen zweiten Gegenstand erlaubt. Wir haben das Mana-Schleich, weil er reingefallen ist und der Po gebrannt hat. Ja, nicht nur der Po, der ganze Typ hier hat gebrannt. Nehmen wir uns mal ein bisschen Elixid, bevor hier irgendeiner hinschaut. Oh ja, noch schön reines Elex. Nice. Was ihr die ganze Scheiße hier rumliegen habt. Ich dachte, Elixid wäre eh nicht für den Mana-Kram zu gebrauchen. Jetzt lasst ihr das alles hier rumfliegen, oder was? Gutes Geld. Wäre das Elixid nicht wert, ist das Elex nicht... wäre das Elixid nicht ehrt, ist das Elex nicht wert. Da oben, guck mal, das ist Elex. Ich will's haben. Übrigens, schön, dass ich hier auf der Wasseroberfläche stehen kann. Ah, Piranha Bites, ihr habt so drauf. Also Games nicht unbedingt, aber hey, den Rest. Ja, wir wollten zu Angrim. Das war wichtig. Genau. Wir haben ja noch einen Quest. Angrim, du kleiner Drecksack. Wir hauen dir jetzt eine Granate ins Gesicht. Na, so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack.
Okay, die sind alle reich, die brauchen kein Geld mehr. Ja, anscheinend, ne? Reich an Mana, ihr Schnüffler, ihr Kleinen. So, mal gucken, ob wir den Typen jetzt überreden können oder ob wir ihm einen auf die Schnauze hauen müssten. Auf die Schnauze hauen fände ich nicht so gut, weil das tut weh. Mir. Jora sagt, ich habe deinen Test bestanden. Stimmt, das haben wir auch noch. Jora sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du 100 auch in Splitter. Zukunft redlich handelst. Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Okay. Also hast du ihn umgebracht. Vorsicht, Junge. Ich bin immerhin ein Warlord. Pass auf mit dem, was du da von dir gibst. Stimmt es denn nicht? Er hat bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Sein sündiger Kadaver. Okay, gerechte Strafe. Das ist ein guter Punkt, dass wir dann auch hier rauskommen. Elex für den Mana-Schrein. Gucken wir erst nochmal nach Kral. Weil wir ja wissen, wo das ist. Das ist ja direkt in der Nähe. Somewhere. Beyond the Sea. Das ist da oben. Da können wir nämlich gerade hoch. Und dann gehen wir nochmal das Tagebuch abschnüffeln. Halten wir nochmal unsere gierige Nase rein. Und hoffentlich bringt uns das schnell zu Kral. Wie sie die Barrikaden haben, ne? Okay. Krals Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Lord. Okay, auf den Spuren Krals? Das hier oben? Really? Ist das die Quest hier? Nee, das ist Elex für den Mana-Schrein. Ah, doch. Vielleicht weiß Karin mehr darüber. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zu ihm zurück. Ging ja jetzt echt fix. Wo muss ich hin? Da hinten. Komm, ich sehe von hier aus relativ schnell hin. Mit den Typen habe ich auch noch nicht gesprochen, aber das machen wir ein andermal. Ich will jetzt noch ein bisschen. Ich will zumindest versuchen, die Jägerrüstung zu finden, damit wir mal ordentlich aussehen hier. Und das ist so die erste Rüstung, die man wirklich haben kann. Und warum nicht, wenn sie kostenfrei ist? Und wie! Immer dieser Technikkram. Tja, aber dafür bin ich schneller den Berg runtergekommen als du. Ich habe Krals Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Okay, cool. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen... Oh, in die Richtung sogar, ja.
Aber ich glaube, das ist nicht die Krypta. Ich glaube, ich muss hier hin. Ich meine, ich muss hier hin. Ich gebe mal hier einen Marker hin. Versuchen wir dem mal zu folgen. Warte mal, ich kann vielleicht da hinten ein bisschen hinporten in die Richtung. Ja, lohnt jetzt auch nicht. Gib einfach Gummi, mein Freund. Wir brauchen geilen Scheiß. Geilen Scheiß, Leute. Geilen Scheiß. Ich hätte jetzt echt gern noch diese Jägerrüstung. Könnte ich mit ihr darüber reden? Ich hoffe, es macht dich nicht traurig, Mädchen. Angrim hat Stormson in die Wälder abführen lassen. Morrowind-Beschreibung voll Sinn, ja. Dann besteht kaum noch Hoffnung. Bitte, geh dem Kommando hinterher. Vielleicht kannst du sie ja noch umstimmen. Ja, so gehe 500 Schritt Richtung Norden, dann wende dich Richtung Südwesten, dreh dich dreimal im Kreis und renn dann noch 300 Schritt in die Richtung und dann musst du an irgendwelchen Steinen vorbeikommen, die aussehen wie Finger. Und dann bist du falsch, dann musst du dich nochmal umdrehen, dann gehst du wieder zurück und dann drehst du dich in eine andere Richtung und dann gehst du nochmal 500 Schritt und maybe bist du dann eventuell vielleicht sogar mal da. Wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Ach so, und übrigens geht nur in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Nicht sonst, weil bla. Ah, Morrowind war geil. Das war in Morrowind wirklich cool und hat wirklich Spaß gemacht, diese Quests. Und dieses Rausfinden, wo man wie, wann, wo hinkommt und so. Und das war geil. Oh, geiles Zeug. Kram abzubauen. Schwefel. Schön, dass man sieht, dass diese Ader in den Stein einfach reingesetzt wurde. Mit diesem Outlining. Das Outlining an sich ist ziemlich cool und macht einen schönen Stil hierbei. Aber dass man das sieht, dass er einfach so da reingesetzt wurde. Nee. Aber Carter hat schon lange keine Schmerzen mehr gehabt. Der ist wahrscheinlich auch schon im Bett, hä? Könnte ich mir vorstellen. Oh crap, was seid ihr denn da? Sonst hätte ich eine Mine aktiviert. Oder hat euch angehört, dass ich eine Mine aktiviert? Ich will gar nicht mit euch spielen. Ich habe keinen Bock da drauf. Lass mal ein bisschen Rüstung. Sind wir hier richtig, ist das die Frage. Wie gesagt, ich weiß nicht den genauen Ort. Ich weiß, dass es südlich von Goliath ist. In so einem. Also, da sind irgendwie Gebäude. Ich glaube, wenn ich das Gebäude sehen würde, würde ich es wiedererkennen. Oh Gott, da ist wieder so ein Golem-Vieh oder so ein Troll-Gedöns. Der mich mit einem Stein weghaut, praktisch. Große Heilschranze. Kleine nehmen wir auch mit. Stellt sich gerade ein Morrowind Navi fürs Auto vor. Ja, das wäre super, ne? Außer wenn man irgendwo hinkommen will, dann vielleicht doch nicht. Okay. Sind immer Weltenherzen. Ich bin noch auf die anderen Gebiete gespannt. Die habe ich nämlich keine Ahnung, wie die aussehen sollen. Und das mit dem Szenario hier, wenn die den Stil bei. Oh mein Gott. Also Carter, ich habe was, wo du jetzt gleich dich übergeben wirst. Schätze ich. Also ich möchte es jetzt gerade gerne. Und ich arbeite damit... Oh Gott, wo kommt hier was? Da unten ist etwas. Oder jemand. Oh nein, das ist richtig, glaube ich. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Und du bist? Ich bin Lennart. Seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Ist das nicht ein Sheldon? Also auf die Jagd. Sagen wir. Brücke aus Lakritzschlangen, ja. Und feile an meine Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Na, wie gut, dass er schon schlafen gegangen ist, Lucy. Ich bin der geborene Jäger, will ich sagen, aber nee, anscheinend nicht. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Ich brauch gar nicht Meisterschütze werden. Ich muss einfach nur Pew-Pew-Guns haben und dann baller ich ihr alles einfach weg. Was hast du als letztes einfach nur gejagt? Genug, die Luft sättigen. Ja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten.
Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Du klingst ja auch wie ein 14-Jähriger, deswegen vielleicht. Ja, Jade, dieser Sheldon hier wird auch mit A geschrieben, also ist in Ordnung. Passt. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich, ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Meister Bogen Geron. Helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Hat Geron seine Feder dabei oder diesmal doch nicht? Oh, ich habe Handwerk. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Die Bäume der Umgebung liefern dir das Holz. Und eine Tiersehne sollte auch nicht schwer zu bekommen sein. Ohne Bogen sehe ich da schon ein paar Schwierigkeiten. Du hast einen Bogen im Rücken. Geht auch. Naja, ich kann es ja mal probieren. Dennoch wäre es einfacher für mich, wenn ich meinen alten Bogen wieder in den Händen halten würde. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Du hast einen Bogen auf dem Rücken. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also ja, was würde Nuri dazu sagen? Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell. Darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Ja genau, Toro. Einfach hinter seinen Rücken packen. Okay, jetzt hat es gerade gehakt. Speichern FTW. Okay, ich glaube, hier sollte ich alles einpacken können. Ich speichere lieber nochmal. Just in case. Ja, es wäre die absolut einfachste Art, das Ganze zu lösen. Ne? Einfach hinter ihn packen und sagen, moin. Und hier haben wir die Jägerrüstung. Yay, habe ich mich doch richtig erinnert. Sehr gut. Und die ist um einiges besser als das, was wir haben. Wir haben genug Stärke und Konstitution dafür. Also, yo, läuft. Gib mir mal eine Jägerrüstung. Plus 45 Paradestärke und plus 12 Rüstung. Klingt gut. Yeah, wir haben eine geile Rüstung. Jetzt sehen wir nicht mehr ganz so derpy aus. Ja, eigentlich schon. Ich war da schon drin. Hallo. Das ist okay. Danke, Chef. Okay, da die mir alle den Rücken zu wenden, kann ich mich hier gütlich tun. Sehr cool. Aha, muss nur wissen, wo es ist, ne? Wissen, wo es ist. Mein Hammer. Hey du, du schreckst mir gerne die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. I'm Und Wizard. Wenn ich es wow mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Ja. Zeig mir, was du hast. Soll ich ihm von seinem Lehrling berichten? Schaut mal das Beil, ey. Und wir könnten es immer noch nicht nutzen. Das ist so albern. Kriegerschwert klingt auch gut. Plus 17 und das Beil plus 8, ja. 1200, ey. Ihr wollt mich doch alle rollen. Wir haben ein bisschen Kohle, aber das werden wir alles für Skills brauchen. Geil, in der Reihen. Oh, super. Drüsen könnten wir ein paar von ihm mitnehmen. Und Holzpfeile. Holzpfeile sind nicht wirklich teuer. Wenn normale Munition auch so günstig ist, dann ist das absolut in Ordnung. Nehmen wir mal ein paar Drüsen mit, so... 7. Boah, das war ganz schön happig. Kann ich dir noch was verticken?
Amulett des Berserkers brauche ich an sich nicht. Hauen wir es weg. Gleichzeitig. Wir haben wieder Kippen, oder? Ist auch der Kippenkönig, mein Freund? Nee, bist du leider nicht. Hm. Traurig. Wir haben hier noch ein bisschen anderen Crap. Ja, ein Hammer, ein Öllampe, Krug. Hier hast du einen goldenen Kelch. Oh, der ist sogar sehr wertvoll. Jetzt haben wir 3000, das klingt gut. Nö, dann lassen wir es. Dankeschön. Dankeschön. Überall Pfeile. Kann ich hier nicht mitnehmen. Ja, doch, 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 doch. Moment. Das Auswahlsystem hier, ne? Das ist auch wieder mal mega geil. Das ist der Grund, warum manchmal ein Fadenkreuz echt nicht schlecht ist. Kostenfreie Pfeile, warum sollte ich mir die bei ihm kaufen? Und lecker Setzerbrot, nice. Hinlang auch noch Pfeile, werde ich mir auch noch mitnehmen. Und dann können wir uns ja ein bisschen umtun. Mal schauen. Ich werde ihm jetzt nicht von seinem Lehrling berichten. Stattdessen könnten wir ja mal gucken, ob wir ihm gerade helfen können. Da oben. Das ist ein Stück weit weg, aber das könnten wir hinbekommen. Aha, das ist ja der blöde Golem, ne? You shall not pass. Holzpfeile sind die einfachsten. Wiederholt Anreden ergibt, dass die NPCs neue Pfeile haben. Oh, okay, danke, Imbalance. Nicht, dass ich sie brauche. Ich werde mich jetzt nicht mit Pfeilen eindecken. Weil Pfeile sind mir jetzt nicht so wichtig erstmal. Denn das hätte mich jetzt schon 300 Elexit gekostet und das ist mir ein bisschen viel. For the moment. Just for the moment. Also natürlich will so ein Vieh legen, dann würde ich das brauchen. Wer steht da denn rum? Ist das hier irgendein... Oh, ihr seid Banditen oder sowas. Nee, 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 da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich muss da in die Richtung, scheiße. Kann ich irgendwie vorher schon sehen, was das für Typen sind? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht wenn ich mit dem Bogen drauf ziele? Oh, guck mal, was ist hier denn? Elex. Und eine Menge Elexit. Also der Unterschied zwischen Elex und Elexit ist irgendwie auch nur, dass das eine kleiner ist als das andere. Falls du auf Range gehst. Ja, ich gehe ja per se auf Range, aber mit dem Bogen, ist es das schon wert? Ich würde mein Geld lieber in andere Sachen investieren. In sinnvolle Sachen. Piu, piu. Hier wird's schon. Aber wenn es so eine Weile dauert, bis zu den Klerikern komme, was ich immer doof finde in diesem Spiel. Aber das ist ja so, das erste Kapitel ist eigentlich nur Skillung. Oh Gott, damn it, ich muss da runter. Ja, da ist der Bogen. Ja, ich werde die Penner fertig machen müssen. Das ist ja großartig. Und wo gehen die jetzt hin? Ich bin im Kampf. Ich meine, ich kann mich hier rumschauen, Leute. Ist cool. Ah, da kommen sie an. Verlorene? Das sind Mutanten. Oh mein Gott, sind die stark. Das war scheiße. Nein! Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Ich will dich nicht bei mir haben. Geh weg. Geh weg, du bist doof. Oh Gott, das ist der Nachteil des scheiß Jetpack, ne? Das lädt ewig nach. Dass man hier mal was hat. Oh nein, ich bin so ein Held, ey. La 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 la. Ich renne wieder zurück. Scheiße. Hui. Ja. Erschreck mich doch nicht so, Schatz. My goodness, ich bin hier gerade verfolgt von Mutanten und auf einmal steht's hier neben mir, ey. Da kriegst du ja was an dich. Oh, und da kommen die Mutanten an. Das wird immer besser.
Leg den blöden Bogen weg. Ein Elex-Seed-Beutel? Aber wo ist der Bogen? Oh, sag mir nicht, einer dieser dämlichen Mutanten hat den, ne? Da krieg ich ja was an mich. Wie die Ratte da rumrollt. Roll, roll, roll. Sehr schön. Da oben ist der... Ah, hier ist der Bogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum haben die so gerade so rumgebackt? Wollt ihr mir wirklich erzählen, dass ich denen keinen Schaden mache? Ich mache denen absolut keinen Schaden. Das ist ja bescheuert. Okay, schnell hier weg. Ich habe den Bogen, der Rest ist mir egal. Die kann man später noch umnatzen. Wolltest du ihm eigentlich nur über die Schulter gucken? Ja. Krieg ich was an mich, ey? Mach's mich fertig, Schatz. Mach's mich fertig. Die sind immer noch hinter mir. Oh mein Gott, die lassen mich nicht in Ruhe. Könnt ihr euch bitte verpieseln, ihr blöden Viecher? Hey, ich lock die dann eben zu den Typen hier. Hoffentlich können die besiegen, ansonsten haben wir ein Problem. Hey, guys. Hey, moin. Könnt ihr was gegen Mutanten machen? Ich nehme Schnitt. Viel Spaß dabei. Oh Scheiße, der ist gestorben. Nein! Ihr dreckiges Mutantenpack. Guck mal, der Typ kriegt die down, ne? Was habt ihr denn, ihr Verlorenen? Knochen und Setzerbrot. Oh, wie bescheuert. Ja, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Goddammit. Ich hoffe, ich habe schon ausgeplündert. Ne, habe ich noch nicht. Goddammit. Wie mache ich das denn, wenn ich die blöden Viecher nicht loswerde? Scheibenkleister. Weil ich habe denen keinen Schaden gemacht. Ich kann da machen, was ich will. Das wird nichts. Ich kann ein bisschen Drüsensuppe machen. Wasserflasche, Giftkraut. Jo, komm, mach einfach, was du kannst. Ist gut. Bringt mir eh nicht viel. Jetzt hättet in eurer Küche einen Refibrillator, ja. Ich krieg hier noch einen Anfall. Schon das dritte Mal, dass ihr mich so erschreckt. Das dritte Mal! Manu! Arme Schatzi. Okay, wie kriegen wir jetzt diese blöden Mutanten kaputt? Wenn du weit genug weg bist, sind sie weg, okay. Ja, das Dumme ist, die dürfen halt nicht zu den Typen kommen, ansonsten sind die ganz schnell, ist ganz schnell hier vorbei. Oh, du hast mich jetzt schon als Feind. Oh, da gab's Elexid. Hallo, tschüss. Und ja, an sich ist es nicht schwer. Oh nein. What the hell? Das Ding hat mich nicht mal ansatzweise. Boah. Okay, der kommt mir zumindest nicht hinterher. Ja, komm, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Trank. Das wird sonst zu gefährlich. Spielzeugauto, Elexid, Elexid, Elexid. Sehr schön. Immer mal kleine Stashes, die man hier finden kann. Das finde ich sehr schön. Das Vieh, da werde ich auch noch lange nicht töten können, fürchte ich. Oh, und ich halte es noch nicht mal mehr voll. Der kleine Heiltrank. Interesting. Dann sieht man zumindest, dass ich ein bisschen mehr Lebensenergie habe. Ah, hier unten sind wir. Okay. Jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind. Dann holen wir uns das noch schnell, dann speichere ich nochmal und dann machen wir die Mutanten kalt. Beziehungsweise fliehen einfach vor denen, wie feige Hühner, die wir sind. Okay, Elexid, ganz viel. Habe ich gerade Elex bekommen oder nur Elexid? Ich finde es übrigens auch doof, dass ich hier nicht mit B raus kann, sondern nur mit Start wieder. Sehr, sehr doof. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber okay. Ich kann übrigens auch nicht den Bogen gespannt halten. Also das hier ist wirklich einfach alles, was ich machen kann.
So, da ist Lennarts Bogen. Wir haben 400 Zeug bekommen. Wir kriegen noch ein bisschen Elexit. Und da kommen die Freunde wieder. Hey, Freunde. Tschüss, Freunde. Okay. Und ja, es lädt länger nach. Also, das Ding braucht länger, um wieder da zu sein, wenn ich bis ins Rote vordringe. Also, es überlaste praktisch. Nehmen wir mal die Rohrzange mit. Klingt eigentlich ganz gut. Die Typen mir noch folgen werden bis hierhin? Dem sind sie mir weit gefolgt, aber da bin ich auch nicht so... Ja, jetzt ist fertig. Okay, cool. Das heißt, ich kann hier alles plündern. Und kann dann wieder zurück nach, zu Lennart und kriegt noch mehr XP. Oh nein, sind wieder da? Gott, wie shitting me, man. Wieso sind die jetzt immer noch aggro? Habt ihr doch gar nicht mehr geaggroht mit gar nichts. Wissen wir da, wie viele Pfeile ich noch habe? Habe ich echt nur noch 3? Das wäre ja bescheuert. Dann sollte ich mir vielleicht doch noch welche kaufen. Och, die Typen kommen echt wieder. Mano, was soll denn das? Spiel, wer hat sich das ausgedacht? Verzieht euch in Naps. Seid doof. Keiner mag euch. Jetzt sind wir auch länger zum Nachladen, wenn ich ins Rote. Wow. Ja, ja. Ja, genau, Naradem. Ja. Wo sind die jetzt? Die sind immer noch da unten, ne, und warten auf mich. Ja, sie sind Schweinebären. Verzieht euch. Ich muss mich jetzt ewig weit davon entfernen. Damit sie mir hoffentlich nicht mehr folgen. Ich glaube, der Critter wurde auch von denen gerade gekillt. Ey, wieso sind die denn so sackenstark, die Viecher, hä? Ja, okay. Wir haben das Imbalance-Problem ja schon besprochen. Das Problem des schlechten Balancings in diesem Spiel. Oder in diesen Spielen, in allen von PB. Hören ja Bytes. Oh ja, geil. Dem Vieh will ich auch nicht begegnen, by the way, das da gerade rumläuft. Das wäre ähnlich tödlich. Dem da. Du hast mich jetzt dich habe ich jetzt geaggrot. Kann ich dich irgendwie killen? Alter Skex, guck mal, das ist auch schon ein Totenkopf. Brauche ich gar nicht jetzt anfangen. Verschwendete Munition. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Da sind ja noch mehrere von diesen Viechern, diese Raptoren-Viecher. Ich muss nur da hoch. Ohne die anderen Penner da wieder zu triggern. Okay, der kleine Critter ist noch da. Irgendwas hat mich wieder getriggert. Oder irgendwas habe ich getriggert. Jetzt doch nicht. Ey, es ist ja ein ganz schöner Spießrutenlauf, ne? Nur um jemanden einen scheiß Bogen zurückzubringen. Da ist leider gar nichts für mich zu holen. Traurig. Weiß auch nicht, was das sein soll. Gute Nacht, Toru. Schlaf gut und bis bald. Und überanstreng dich nicht so. Ich habe das schon mitbekommen. Wir machen ja auch nicht mehr lang. Wir machen jetzt noch 10 Minuten, dann hören wir auf. Echt, wir sind jetzt 40 Minuten dran. Okay. Wir speichern mal. Ich will nämlich jetzt erstmal gucken, was passiert, wenn ich ihm sage, dass hier Bogen und so. Dein Lehrling will seinen alten Bogen zurück. Ich habe dem Bengel schon gesagt, er soll sich einen neuen anfertigen. Erst wenn er merkt, dass man bei der Jagd umsichtig sein muss, wird aus ihm ein brauchbarer Jäger. Aber sag mal, du hast doch nicht etwa vor, ihm bei der Suche zu helfen? Doch, hatte ich. Setz dich nicht über meine Entscheidung hinweg.
Meine Entscheidung ist endgültig. Solltest du das Ding in die Finger bekommen, gibst du ihn mir, damit wir uns verstehen. Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. 80 Splitter. Ich will jetzt nochmal gucken, was der andere mir geben würde. Wenn ich das über den regel. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? 800 Erfahrung, wow. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Viel wertvoller. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. Das waren 1200 Erfahrung. Ich habe 3 Feld und 15 Splitter. Okay, wenige Splitter. Weniger, aber definitiv bessere Wahl. Wer hat 800 Erfahrung. Lennart seinen Bogen wiederzubringen? Er brauchte ihn, also habe ich ihn geholt. Das war dumm von dir. Jetzt lernt er seine Lektion nie. Ich muss es leider so deutlich sagen, aber mit euch Fremden hat man nichts als Ärger. So? Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Ganz ehrlich, aber wenn die 800 XP waren einfach besser. Haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Okay, Indizienbeweis, interesting. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Ja, ich wollte trotzdem mal sehen, wie es, was ich ändere, den Balance. Normalerweise mache ich einfach irgendeins, wo ich gerade Bock drauf habe, aber in dem Falle hatte ich halt mal Lust auszuprobieren, was es denn jetzt ändert. Auch für euch, ich meine, dann sieht man mal, was für Unterschiede es gibt. Womit jagst du eigentlich? Mit Mücken. Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd. Da hat er recht. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Gute Nacht, Nadinchen. Wir machen eh nicht mehr lange, wir machen nur noch bis um 12. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Du bist doch in der Gegend um Goliath. Du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Zeig mir, was du hast. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, was er jagt. Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert auch dich das? Auch den dämlichen Lehrling, brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Ja. Bring mir etwas bei. Sicher. Das wäre sogar sehr gut. Strahlungsresistenz und so ein Quatsch. Okay. Es gibt hier radioaktive Strahlung. Besseren Rüstungsschutz, da brauche ich ein bisschen mehr Konstitution. Tiertrophäen wäre nice. Tiertrophäen ist immer richtig nice in diesem Spiel. Und hier ist es sogar sehr günstig. 250 ist besser als in Risen 3, wo man 500 oder 1000 dafür bezahlt. Für 250 hast du schneller wieder drin. Aber es hat 3 Stufen.
Guter Esser. Erhöht die Wirkung. Okay. Zeigt dir alle Teleporte auf der Karte an. Das ist nice. Feinde auf der Minimap. Das ist auch nice. Mehr Hitpoints ist natürlich klar. Und mehr Ausdauer. Mehr Ausdauer wäre auch nice. Also es geht. Und dafür brauche ich Konstitution. Okay, gut. Merke ich mir. Erstmal lasse ich mir Tiertrophäen beibringen. Und dazu haben wir einen Überlebenspunkt bekommen. Yay! Das wurde auch langsam verdammt nochmal Zeit. Okay. Was wollte ich noch gerade schnell erledigen? Ich meine, das war einer von den Typen, die wir jetzt finden sollten. Spurlos verschwunden. Das hier wollten wir noch machen. Das wäre cool, wenn wir das noch hinbekommen würden. Wo ist der denn? Och ja, der ist einfach mal 10 Milliarden Kilometer weit weg. Ja, dann lassen wir das besser. Gleichzeitig... Wo bist du? Du bist da unten auch ein bisschen sehr weit weg. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Clanstreit ist irgendwo da oben. Das ist noch viel weiter weg. Das ist auch mega weit weg. Warte mal, das will ich aber gucken. Wo ist das Ding? Das ist dieser Konverter? Okay, interesting. Ganz schön nah. Helix für den Mana-Schrein. Ja, warum nicht? Dann gehen wir halt Kral noch schnell suchen. Der ist relativ nah. Vielleicht können wir zwischendurch ein paar Viecher schnetzeln und kriegen ein paar Trophäen, die wir dann zu Geld machen können. Also im Endeffekt ist es eine gute Investition. Du bleibst bis zum Schluss, Schatz. Ja, genau. Zwangsläufig. Kannst auch schlafen gehen. Das ist echt überlegt. Ist ja voll nett. Da liegt nur Holz rum. Die Viecher bin ich nicht, ob ich die tot bekomme. Warte mal, dafür ist der Bogen gut. Oh ja, nee, das mal danke. Wenn ich da schon Totenkopf sehe, ne, dann ist vorbei. Ich frage mich auch, wie diese Totenkopf... Ja gut, die Stufen. Ne? Das könnte schon sein, dass das über die Stufen geregelt wird. Weil wir haben ja die Stufen als Referenzpunkt. Und wir sind fast Stufe 6. Fast. Ich glaube, für die Teleporter brauchen wir jetzt maßgeblich Intelligenz. Gucken, was hier noch ist. Irgendein Vieh. Ein richtiger Hornwolf. Not good. Also mit dem Vieh will ich mich nicht anlegen, wenn ich's vermeiden kann. Energiespeicher hilft uns später als Kleriker. Ein Flugblatt. Altes Flugblatt 4 erhalten. Möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Ja, sieht man ja. Tagebuch eines Überlebenden 1. Bitte töte mich nicht. Oh, da kommt noch so ein Hornwolf. Okay, jetzt Tagebuch. Schlechter toll. Zeitpunkt. Oh, nicht, wenn ich angegriffen werde. Geh weg, du blödes Vieh. Ich will nicht mit dir spielen. Oh, sind nur noch zwei. Geil. Ich hau ab. Ja, guck mal, mit einem Schlag. Willst du mich verarschen? Mistvieh. Hey, so könnte ich... Oh, die können spucken. Sie haben mich gerade tot gespuckt. Die Alps sind Sarkor. Okay, da kommen wir also noch hin. Ja, dann meiden wir das Haus halt auch. Weil ich dann tot gespuckt werde, wenn ich da bleibe. Manno. Da war da geiles Zeug in das Tagebuch. Ich wollte das Tagebuch haben. Jetzt werde ich von Raptoren angegriffen, die ich auch nicht besiegen kann. Ist mir egal, dann meide ich euch halt noch. Bleibt mir bloß vom Hals. Scheiße. Ich hab meinen Energiespeicher. Ah, die kommen hier wirklich hin. Ich hatte gehofft, die kommen hier nicht hin. Ah, nein, aua, aua. Oh, scheiße, guck mal, da zwei Schlägen. Willst du mich verarschen, Spiel? Okay, hoch da.
Wozu habe ich denn fucking Jetpack? Hier kommt ihr sicher nicht drauf. Weh, ihr könnt wieder spucken, ihr blöden Viecher. Das ist nur, weil man Jetpack hat und weil die gewusst haben, dass man dann versucht, das auszunutzen. Deswegen kann hier alles spucken. Nehm mal einen Trank. Ach nee, hätte ich auch schlafen gehen können, das war dumm. Okay, ist hier sonst noch was? Die Gabel, die kann ich jetzt hier auch nehmen. Hm. Oh, hier ist der Typ übrigens. Oh nein, und hier ist auch mein Tod. Nein, okay, hier ist nicht mein Tod. Alles gut, alles gut. Alles gut, wir können noch mit dem Typ reden, wir können die Quest beenden und dann kann ich den Stream beenden. Oh, ist das nicht toll. Oh my freaking God. Antitoxin, sehr schön. Hat mir eben aber auch nicht geholfen. Hier sieht's ungut aus. Die Tür könnte ich öffnen. Okay, warum habe ich das Gefühl, hier ist radioaktive Strahlung am Werk? Nicht, dass man die in Wirklichkeit überhaupt sehen würde. Wir haben keinen Sinn dafür, um radioaktive Strahlung wahrzunehmen. Das war strange wahrzunehmen. Das geht echt creepy auf, diese Tür. Und ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee war, aber ich gehe da jetzt runter. Spock Nackengriff, Schicht im Schacht, ja. Warum wusste ich's? Warum war mir das schon bewusst? Ist da unten der Tod vorherrscht? Okay, lassen wir das. Da müssen wir dann vorher eine Rüstung haben, die dagegen schützt wahrscheinlich. Hallo Kral. Hallo alter Drecksack. Klau dich erstmal. Brauchst du eh nicht mehr den Quatsch. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts. Oh, da steht ja ein Mutant. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Nach 6 Stunden, wie ist nun dein Fazit bis jetzt? Nicht anders, als es, glaube ich, vorher war. Ich habe mir die meisten Dinge schon so gedacht, wie sie sind. Aber an sich ist es ein ganz nettes Spiel. Also, es macht Spaß. Dickhead Roll Gym. Mein Gott, guck dir mal den Mutanten da an. Oh. Fun. Und der Kummer, dem fehlt der Arm so ein bisschen. Ja, schön. Also es macht sehr viel Spaß. Das Balancing ist wie in allen anderen Spielen von denen auch. Ziemlich kacke. Aber wenn man darüber wegsehen kann. Exploration ist da. Wir haben noch nicht so viel davon gesehen, aber sieht sehr spaßig aus. Und ich bin gespannt, wie die anderen Fraktionen sein werden. Und ich hoffe, da kann man wenigstens was Gutes machen. Aber laut Imbalance scheint es ja gut zu sein. Mensch, Gary, sei mal nicht so fies. Das ist die... Was, die Dahlia? Die trägt sogar noch ihren Keuschheitsgürtel, weil sie sich für Kral aufgespart hat. Ja, wunderschön. Viel Spaß dabei. Dann gibst du zu, das Elex geklaut zu haben. Ich dachte, das wäre klar. Wieso bist du denn sonst hier? Warum hast du das Elex gestohlen? Wenn ich ihn angreife, bin ich tot. Was interessiert dich das? Am besten, du verschwindest wieder und kommst nie wieder zurück. Hm. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Suggestion habe ich aber nicht. Ja. Kannst du nicht. Ah ja. Also, doch. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen. Hält sie gestiegen? Bleiben. Hm. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran. Solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen. Alles klar? Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Würde ich es mir kaufen? Wahrscheinlich, wenn es runtergesetzt ist, vorher nicht. Einfach weil Risen hat mich nicht so überzeugt und ich finde die... Sie haben Verbesserungen reingebracht, aber sind die so signifikant, dass ich es einen Vollpreis holen würde? Wahrscheinlich nicht. Also Kaufempfehlung, tue ich mich sowieso immer sehr schwer mit Kaufempfehlungen, aber hier, das ist mehr so, da bin ich zwiegespalten in dem Sinne. Wieso bist du sonst denn sonst hier? Naja, sein linkes, wow.
Wofür brauchst du das Elex? Für die Mutanten. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Häscher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding ist mein Bruder Grimar. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elex ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert zu... Naja, das Ergebnis kann man ja sehen. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elex bekommt, geht es ihm etwas besser. Okay. Wir sollten sein Leiden beenden. Wenn du das versuchst, findest du dich gleich ohne Kopf wieder. Er ist noch genug Berserker, um ihn nicht einfach zu töten. Ich gebe ihn nicht auf. Du fütterst deinen Bruder mit Elex? Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ohne das Elex stirbt er vermutlich. Im Konverter haben sie ihm natürlich alles Elex seines Körpers entzogen. Als eine Art Entzugsreaktion hat er vermutlich angefangen, ohne Pause Elex zu sich zu nehmen. Jetzt sieh, was aus ihm geworden ist. Wenn die Berserker in Goliath nicht so unnachgiebig wären, dann würde ich ihn da behandeln. Vielleicht könnte er mit Hilfe von Mana geheilt werden. Aber der Gedanke führt zu nichts. Sie würden ihn auf der Stelle töten. Du kannst das Elex behalten. Ich hätte es dir auch nicht gegeben. Was wirst du Kaldrim sagen? Ich werde sagen, dass ich deine Leiche gefunden habe. Das klingt nach einem guten Plan. Toll, Kälte gestiegen, Kälte gesunken. Ein paar Splitter, die Grimar übrig gelassen hat beim Fressen. Ich denke, du wirst damit etwas anfangen können. Warum auch immer es 136 ist. Ich bin froh, dass wir eine friedliche Lösung finden konnten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich werde alles versuchen, meinen Bruder von dieser Krankheit zu heilen. Außerdem hat er eine Waffe. Ja, hätte ich den hier angegriffen, das wäre... Ich hätte keine Chance gehabt. Ich hätte absolut keine Chance gehabt. Aber so überhaupt gar keine Chance. Oh my goodness. Interessant. Ob man ihn wirklich heilen könnte? Ich würde gern helfen, ihn zu heilen, ehrlich gesagt. Wenn er denkt, dass es mit Mana möglich ist. Ich habe eine Menge Mana dabei. Kann ich da helfen irgendwie? Ich muss mich jetzt wieder um meinen Bruder kümmern. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht eine Quest bekommen habe, wo ich ihm hätte helfen können. Oh. Ein bisschen Gold. Das war einfach. Zu einfach. Für den sind immer Sachen zu einfach, die er schafft, und alle Sachen zu schwer, die er nicht schafft. Sehr viel Zeug, noch ein blauer Stein. Ach ja, hier sieht man es auch. Das ist Gesundheit, Bonus Gesundheit pro Treffer und Bonus Gesundheit. Je nachdem, wo man es reinpackt. Aber ich kann halt nicht sockeln. Glaube ich. Ich kann nicht sockeln, das müsste ich ja an so einem Tisch machen. Und ich habe nicht den Skill dafür. Ich habe keinen Skill, Leute. Gut, das habe ich euch ja jetzt die letzten 6 Stunden bewiesen. Dass ich keinen Skill habe. Okay, ist sonst auch nichts. Ich finde es schade, warum kann ich ihm nicht versuchen zu helfen? Dass ich Mana beschaffe zum Beispiel und dass es dann klappt, aber... Jetzt aber für uns echt noch zu gefährlich, hier draußen rumzulaufen. Wir kommen gegen das Viehzeug hier einfach nicht an. Das ist schon irgendwie traurig. Oh, man hat auch gesehen, dass überall Einschusslöcher in diesem Kasten hier waren, in so einem Kasten. Ich sehe, wo alles vorgefallen ist. Tja, und er macht das eigentlich nur, weil sein Bruder gefangen genommen wurde. Gehen wir mal dahin, wo wir jetzt auch den Stream beenden werden. Warum komme ich nicht mehr zu dem normalen? Achso, da. Okay.
Ich will zum Tempel. Das heißt, hier wäre es sinnvoller, ganz schnell. Dann können wir nämlich noch zum Tempel gehen und ihm sagen, ja moin. Ich habe leider plus minus null Kälte gemacht. Schade. Immer dieser Technikkram. Vor allem, wo mir Kälte im neutralen Bereich nicht viel hilft, weil das Nahkampf ist. Und ich will ja eigentlich Fernkampf haben, da bringt es mir dann auch nichts, wenn ich dann, ne? Weil mehr Kälte. Aber Kälte weiter unten, also im zwischen 0 und 20 würde mir was bringen. Also ich will sie auf jeden Fall immer wieder verringern. Dass man merkt, dass ich was geklaut habe, das wäre voll lustig. Wo ist der Typ denn? Da. Hallo, guter Mann. Speichernummer. Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Konsequenzen leben und so schön und gut, aber mich würde interessieren, wenn ich ihm sage, dass er sich versteckt, ob ich ihn heilen kann oder ob ich helfen kann, den Bruder zu heilen. Er versteckt sich. Ich wusste es. Sag, wo ist er? Er ist bei der alten Krypta. Er versteckt sich dort mit seinem Bruder. Seinem Bruder? Ich wusste nicht, dass Kral einen Bruder hat. Er hat ihn aus einem Konverter gerettet und gibt ihm Elix zu fressen, damit er überlebt. Ha? Wie bitte? Er hält einen Häscher am Leben? Das ist unmenschlich. Aber es erklärt, wofür er das Elix geklaut hat. Nun, danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich werde sofort zwei meiner besten Männer schicken, oh, damit genau das sie wollte sich ich um das nicht. Problem kümmern. Hier hast du etwas für deine Mühen. Und falls du vorhast, dich uns anzuschließen, meine Stimme hast du. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Ist mir egal. Warte mal, ich schlage das nochmal. Und zwar, weil ich dann, wenn er echt nicht die Möglichkeit in Erwägung zieht, dass wir dem Bruder helfen, dann verrate ich ihn nicht. Dann soll er das irgendwie selber hinbekommen. Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Verdammt. Hatte er wenigstens das... Gib mir ein bisschen weniger Zeug. Nein. Tja, damit geht sie dahin. Unsere einzige Spur. Trotzdem, danke. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Da fällt mir was ein. Ich krieg ein bisschen weniger, vielleicht aber ist mir egal. Könntest du mir bei einer Sache helfen? Die Erfahrung war das gleich große. Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Aha, mehr Mana er als, ein Setzer. Als er sollte? Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammer-Clan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Okay, mysteriöse Aura. Können wir ja für das nächste Mal schon mal anmerken. Wir werden jetzt aber einen Cut machen, Leute. Schön, dass ihr da zugeschaut habt und dass ihr dabei wart. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal, denke ich, wenn wir weitermachen bei Elex. Ich denke mal, das machen wir noch ein bisschen weiter, weil das ist ganz cool. Und ja, sonst bei einem anderen Projekt auf Twitch gerne, Leute, schaut einfach rein. Sonst kommt auf meinen Discord-Server, da bekommt ihr auch eher mit, wenn ein Stream erfolgt. Weil ich es da auf jeden Fall immer ankündige, sonst tue ich mich da ein bisschen schwer in letzter Zeit. Mal schauen, ich versuche da ein bisschen zu bessern, aber man weiß ja nie, ne? Zeit ist immerhin immer ein Problem. Ja, sonst erstmal bye bye auf YouTube.